Hallo zusammen, ich bin Stefan und ihr kennt mich vermutlich unter meinem Namen, der Springer aus Herten. Und jetzt bin ich von Kiddings nach Berlin eingeladen worden in die Studios, um meine Kommentare mal mit der Kamera aufzunehmen. Grandios! Wie Benjamin auf Ottos Händen. 10 von 10 Springer Points. Benjamin hat mittlerweile schon so ziemlich alle Berufe dieser Welt ausprobiert. Lokomotivführer, Pilot, Briefträger, Reporter, Feuerwehrmann. Und in dieser Folge, um die es heute geht, wird er kurzerhand zum Lehrer. Zwar mit unkonventionellen, aber durchaus mit erfolgreichen Methoden. Und diese Folge, Benjamin und die Schule, die ist sogar so alt, dass Benjamin zu Beginn der Folge sogar noch vom Erzähler vorgestellt werden muss. Aber, um es mal vorwegzunehmen, es ist eine der bekanntesten und auch erfolgreichsten Folgen der ganzen Benjamin-Historie. Diese Folge hat mehrfach Platin bekommen, kann man überall nachlesen. In dieser Folge gibt es an Ottos Schule große Probleme, denn die Lehrerin seiner jüngeren Schwester Ottilie hat sich beim Sackhüpfen so schwer verletzt, dass sie wochenlang ausfällt und nicht unterrichten kann. Das ist in der Tat auch die einzige Folge, wo Ottilie selber auftaucht. In keiner anderen Folge. Ottos Familie haben die alle ganz wunderbare Namen. Die Kinder heißen Otto und Ottilie und die Eltern heißen Ottokar und Ortrud. Und die Familie hat keinen Nachnamen, ganz wichtig. By the way, in den 5 vorherigen Folgen lieh noch Alexander Rosenberg Otto seine Stimme. Hier hören wir tatsächlich die allererste Folge mit Frank Schaff als Otto. Er sprach dann Otto noch bis zur Osterfolge Nummer 33 im Jahr 1983. Und auch wenn mittlerweile seit 1984, also seit über 35 Jahren, Katja Priemel die Stimme von Otto ist, so gilt Frank Schaff unter den eingefleischten Benjamin-Fans doch irgendwie immer noch so ein bisschen als der einzig wahre Otto. Die Lehrerin von Ottilie sollte sich ein Beispiel an ihr nehmen. Die ist gar nicht so fröhlich. Gestern hat sie schrecklich rumgejammert. Warum denn? Beim Sackhüpfen. Nur, natürlich bekam Frank Schaff irgendwann das Problem mit dem Stimmbruch und konnte somit natürlich keinen Grundschüler mehr sprechen. Als Vertreter hat man dann den Hausmeister engagiert, ein Mann, der laut Aussage von Otto einen Viertklässler geschlagen hat und ihn dann auch noch in den Keller einsperren wollte. Hilfe! Und dann sagt dieser Mann doch glatt noch Folgendes. Alle müsste man sie übers Knie legen. Jawohl, alle. Na, mit mir haben sie es ja auch nicht anders gemacht. Und? Na, hat es mir geschadet? Gar nichts. Gar nichts. Rein gar nichts. Ganz offensichtlich doch. Natürlich springt Benjamin direkt in die Bresche und wird Lehrer in der ersten Klasse. In diesem Kontext nimmt sich doch die Serie tatsächlich noch selber so ein bisschen aufs Korn, denn der Erzähler gibt dann preis, dass so etwas im realen Leben natürlich nicht so schnell möglich sei, in einer Geschichte aber eben schon. Autorin Elfie Donnelly hat in dieser Folge übrigens ein kleines Easter Egg versteckt. Denn die meisten Kinder in Benjamins Klasse haben für die damalige Zeit sehr gewöhnliche Vornamen, aber ein Kind hört auf den doch etwas unkonventionellen Namen Momme. Und ich habe mal mich ein bisschen schlau gemacht. Momme, das ist zum einen ein relativ seltener norddeutscher Männername. Zum anderen ist es aber auch eine ganz klare Widmung an Elfie Donnellys und somit auch Peter Lustigs Sohn, der auch Momme heißt und ziemlich genau zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Folge geboren wurde. Kein Wunder also, dass Bibi Blocksberg in der allerersten Bibi und Tina-Folge auch vorgeschlagen hat, das Fohlen von Sabrina Momme zu nennen. In diesem Sinne, Momme, nimm die Finger aus dem Zucker! Generell gibt es aber in dieser Folge eine hochinteressante Sprecherliste. So hören wir zum Beispiel bei den Kindern in der ersten Klasse Tatjana Gessner und Natascha Rybakowski. Das sind die beiden, die später zu den Sprecherinnen von Bibi Blocksbergs besten Freundinnen Marita und Moni wurden. Und auch unser lieber Zoowärter Karl wird in dieser Folge nicht, wie wir es sonst kennen, von Till Hagen gesprochen, sondern in dieser und auch in der nächsten Folge von Helmut Gauss. Meine Güte, mein Benjamin als Lehrer, zum ersten Mal in seinem Leben. Sympathisch, oder? Was verbindet ihr eigentlich mit eurer Grundschulzeit? Hattet ihr auch so einen tollen Lehrer wie Benjamin? Dann schreibt's mir unten in die Kommentare. Meine Grundschullehrerin war damals schon über 60 und streng konservativ. Ja, ein Benjamin hätte meiner Grundschulzeit sehr gut getan. Insgesamt verstehe ich diese Folge, passend zu den ganz frühen Hörspielen, als eine typische Benjamin-Rebellion, in der das altbackene Schulsystem durch unkonventionelle Methoden aufgelockert wird. Denn die Kinder haben ja nicht nur eine Menge Spaß, wie wir hören, sondern sie lernen auch eine ganze Menge.
Das führt dann schließlich dazu, dass Benjamins Lernmethode als Benjamin-Pädagogik in die Geschichte eingeht und die Schule wird auch noch Benjamin-Blümchen-Schule genannt. Fantastisch, oder? Ja, nicht nur deshalb gehört diese Folge für mich zu den besten der ganz frühen Zeit und bekommt 9 von 10 Springer-Points. Töre! Schön wie heute, so ein Tag, der dürfte nie vergehen. Benjamin! Der dürfte nie vergehen. Hallo, Otto! Du hast ja so eine tolle Laune heute, Benjamin. Hast du etwa im Lotto gewonnen? Wozu denn? Na, damit du Geld hast. Geld? Wozu denn? Ach, Benjamin. Ich bin einfach so fröhlich. Weil die Sonne warm auf meinen Bauch sonnt, weil ich satt bin, weil die Schmetterlinge schmettern, weil die Blümlein blümeln und die Bienlein rumbienen. Und weil der Otto rumottot. Und weil Benjamin rumbenjamint. Ja, Benjamin hat wirklich glänzende Laune und hat seinen albernen Tag. Und wirklich nur, weil die Sonne scheint. Toll, was? Außerdem freut er sich immer, wenn sein kleiner Freund Otto ihn besuchen kommt. Was, ihr wisst nicht, wer Benjamin ist? Benjamin Blümchen, ehrlich? Also, Benjamin Blümchen ist ein Elefant. Nicht irgendein Elefant, nein, ein sprechender Elefant. Benjamin Blümchen lebt im Zoo. Aber weil er ein sprechender Elefant ist, ist er so ähnlich wie ein Mensch und darf, wann immer er Lust hat, aus dem Zoo hinaus. Das sehen die Löwen zwar nicht gerne, und einige wurden schon beim Sprechen üben beobachtet. Alles nicht wahr. Die Lehrerin von Ottilie sollte sich ein Beispiel an ihr nehmen. Die ist gar nicht so fröhlich. Gestern hat sie schrecklich rumgejammert. Warum denn? Beim Sackhüpfen. Die Lehrerin hat beim Sackhüpfen gejammert? Na, nicht direkt beim Sackhüpfen. Also nicht, wie sie mit dem Sack oben in der Luft war. Aber als sie wieder runterkam. Was war da? Da hat sie Auge geschrien und gejammert. Da hat sie sich nämlich den Knöchel gebrochen. Also Otto, hör mal. Wenn ich mir den Knöchel breche, jammere ich auch. Weiß ich ja. Und das hat ihr auch bestimmt wehgetan. Aber es hat so unheimlich irre komisch ausgesehen, wie sie da in ihrem Sack lag und das Gesicht verzog. Und alles nur, weil der doofe Spielplatz kein Gras hat, sondern nur Beton. Die arme Lehrerin. Die tut mir leid. Mir ja auch. Aber noch mehr leid tut mir meine Schwester. Wieso? Hat die sich auch was gebrochen? Nein, aber weil doch die Lehrerin jetzt ausfällt, klappt das mit dem Unterricht nicht mehr. Und sie ist doch erst in der ersten Klasse. Da hat sie sicher schulfrei, was? Mm-mm. Nein? Also ich finde, die Kinder können ruhig schulfrei kriegen, wenn die Lehrerin einen kaputten Knöchel hat. Da freuen sich die Kleinen. Die sind doch sowieso überfordert mit so viel Rechnen und Lesen und Schreiben. Das ist ja das Gemeine. Sie kriegen nicht frei. Und die Frau Direktor sucht schon einen Ersatzlehrer. Aber der Einzige, den sie gefunden hat, ist der Hausmeister. Der Hausmeister? Na, warum nicht? Vielleicht kann er gut mit Kindern umgehen und bringt denen mal was Anständiges bei. Nicht nur 2 und 2 ist 5 und so ein Zeug. Nein, das ist es ja. Der Hausmeister ist bekannt dafür, dass er Kinder auf den Tod nicht leiden kann. Einmal hat er einem Jungen aus der 4. eine reingehauen und hat gedroht, wenn er was erzählt, sperrt er ihn in den Keller. Oh weia, sowas gibt's? Weißt du, der Hausmeister ist schon sehr alt. Nächstes Jahr wird er Rentner. Da haben sich schon eine Menge Eltern beschwert.
Und dann hat's geheißen, jetzt haben wir den Schulwart schon so lange, das eine Jahr kann er auch noch bleiben. Nur wenn er Kinder nicht mag, dann hat er sich aber den falschen Beruf ausgesucht. Ich mag Kinder. Du kannst der Hausmeister werden, wenn der alte Rentner wird. Och nee, finde ich langweilig. Aber Lehrer, das wäre was für mich. Im Ernst? Du meinst ein richtiger Lehrer, der den Kindern alles beibringt? So gut wie unsere Lehrerinnen und die von Ottilie? Klar, mindestens. Ich würde den Kindern noch viel mehr beibringen. Zum Beispiel... Nee, das gerade nicht. Aber vielleicht... man muss sich das mal überlegen. Was sollen denn Kinder überhaupt lernen? Was ist wichtig für sie? Mal sehen. Also dann tschüss, Benjamin. Mir ist gerade was eingefallen. Tschüss, tschüss. Also... Und weg ist Otto. Benjamin sitzt auf seiner Wiese und denkt nach. Sehe ich da nicht ein Rauchwölkchen über seiner Stirn? Nein, doch nicht. Hab mich geirrt. Aber so heftig, wie Benjamin nachdenkt, wäre es durchaus möglich gewesen. Otto geht in Richtung Schule. Hey, was will er denn am frühen Nachmittag in der Schule? Da läuft doch jetzt gar nichts. Sehr seltsam. Er geht rein. Jetzt steht er vor einer Tür. Und auf der Türe steht Frau Direktor Ludmilla Lilienbein. Ja, bitte. Guten Tag. Guten Tag. Was möchtest du denn, mein Junge? Sag mal, bist du nicht der Bruder von diesem niedlichen Mädchen, von Ottilie? Ich, ja, Otto heiße ich. Ach, richtig, richtig, Otto. Aus der dritten A, B, C? Gewonnen, A, B, C. Na, ich meine ja. Womit kann ich dir dienen? Mit Benjamin. Wie bitte? Das musst du mir ein bisschen genauer erklären. Benjamin kann das auch, was der Hausmeister kann. Das ist ja nicht gerade schmeichelhaft für deinen Benjamin. Ich meine das ganz anders. Benjamin kann das natürlich besser, das mit dem Unterricht, als der Hausmeister. Wer ist Benjamin? Ein Elefant. Oh, Kind Otto, hast du nicht vielleicht heimlich einen Schluck aus Papas Bierglas genommen? Nein, ich bin ganz nüchtern. Sie müssen doch Benjamin kennen. Benjamin Blümchen. Ach, Benjamin Blümchen. Jetzt geht mir ein Licht auf. Unseren Wetterelefanten, den Zooretter, den Lärmbekämpfer. Genau den. Na, das ist ja auch kein gewöhnlicher Elefant. Das ist ja Benjamin. Sag ich doch dauernd. Und Benjamin, du meinst, er hat bereits Erfahrung auf dem Lehrgebiet? Na, bestimmt mehr als der Hauswart. Außerdem hat Benjamin Kinder schrecklich lieb. Nicht alle natürlich, aber die meisten. Mich zum Beispiel auch. Nicht alle? Natürlich nicht. Haben Sie denn alle Kinder lieb? Also, wenn ich ehrlich bin, eine Menge. Aber alle? Nee. Es gibt ja auch Erwachsene, die ich nicht leiden kann. Und mit Kindern ist es nicht anders. Sie sind wirklich die wunderbeste Frau Direktor. Dankeschön. Benjamin, mal überlegen. Wie wär's, du kämst mit Benjamin Blümchen mal hier vorbei? Vielleicht gleich heute Nachmittag. Die Sache drängt ja schließlich. Ja, Frau Direktor, bin schon weg. Tschüss. Hey, halt! Hat der Junge doch vor Aufregung seine Schuhe unterm Stuhl vergessen. Zappel, Philipp. Aber ganz nett, tja, ganz nett, dieser Otto. Und so kommt Otto wenig später wieder im Zoo an und zieht Benjamin am Ohr. Benjamin hält nämlich gerade sein Mittagsschläfchen. Benjamin! Benjamin! Benjamin, mitkommen! Benjamin, mitkommen! Was? Tut mir leid, Benjamin, aber ich muss dich bitten, mir unauffällig zu folgen. Unauffällig? Das dürfte schwer möglich sein. Mach dich eben klein. Du, Benjamin, die Direktorin ist, glaube ich, ziemlich einverstanden. Einverstanden? Wer ist womit einverstanden? Worum geht's hier eigentlich? Um deine Zukunft als Lehrer. Wieso? Ich bin doch kein Lehrer. Aber du hast vorhin gesagt, du kannst das. Sicher, sicher. Aber ich hab's doch noch nie gemacht. Das habe ich der Frau Direktor auch gesagt.
Aber sie findet's trotzdem gut. Ich als Lehrer? Im Ernst? Ja, und du sollst gleich mal hinkommen. Sie will mit dir reden. Jetzt gleich? Mein Gott, ich hab mir ja gar nicht die Zähne geputzt. Und frisiert bin ich auch nicht. Ach so, ich hab ja gar keine Haare. Aber die Zehennägel muss ich mir wenigstens noch schneiden. Ach komm, Benjamin, sie wartet doch auf uns. Du bist auch so schön. Ja? Na gut. Aber auf deine Verantwortung. Herein. Wir sind's. Töre! Guten Tag. Guten Tag, Herr Blümchen. Nein. Nehmen Sie besser nicht Platz. Die Stühle würden ja doch bloß zusammenbrechen. Ich bin gar nicht so schwer, wie ich aussehe. Weiß ich. Trotzdem bitte ich Sie etwas an den Zimmerrand, weil die Decke biegt sich nämlich durch. Oh, tatsächlich? Mhm. Hier am Fenster ist es auch hübsch. Ja. Also, Herr Blümchen, Ihr kleiner Freund Otto sagte mir, Sie würden gerne Unterricht erteilen. Das stimmt. Aber ich hab's noch nie gemacht und ich weiß nicht, ob ich's kann. Aber ich glaube, ich kann es besser als manche, die glauben, dass sie es können. So. Gut. Herr Blümchen, Sie sind hiermit zum Hilfslehrer auf Probe ernannt. Hauptsache, der Hausmeister gibt den Unterricht nicht. Der Meinung bin ich auch. Wie lange soll ich denn Hilfslehrer sein? Und wo ist meine Klasse? Kriege ich auch Zuckerstückchen? Wie spät ist es? 2:30. Zuckerstückchen gibt's massenhaft. Die Klasse ist gerade zu Hause, weil wir nur Vormittagsunterricht haben und ihr Hilfslehrerjob endet dann, wenn Frau Müller-Rinsburg ihren Knöchel ausgeheilt hat. In etwa 2 Wochen. Dieser dumme Betonplatz. 2 Wochen. Och, das wird schön. Ich freue mich. Darf ich Sie umarmen? Von mir aus. Aber sanft. Sie sind sehr nett. Ich weiß. Trotzdem kriege ich keine Luft. Oh, danke. Danke wofür? Fürs Loslassen. Und dafür, dass Sie Hilfslehrer sein wollen. Also, Ihr Dienst beginnt morgen früh 8:00. Hier sind Lehr- und Stundenplan für die 1a. Viel Glück. Danke. Das brauche ich. Komm, Otto. Tschüss, Frau Direktor. Tschüss, ihr beiden. Bis morgen. Und so wird aus Benjamin ein Lehrer. In Wirklichkeit geht sowas natürlich nicht so schnell, aber in einer Geschichte schon. Benjamin und Otto stehen draußen vor dem Schultor, schütteln sich erstmal und wundern sich, dass es geklappt hat. Benjamin singt immer wieder »Ich bin Lehrer, Lehrer bin ich« vor sich hin und Otto hüpft im Takt dazu, bis Benjamin ihn mit seinem Rüssel auf den Rücken hebt und mit ihm zurück in den Zoo trabt. In dieser Nacht schläft Benjamin sehr schlecht. Er wacht 24 Mal auf, weil er meint, eine Schulglocke gehört zu haben. Benjamin ist schrecklich aufgeregt. Er hat richtiges Lampenfieber, wie ein Schauspieler, der zum ersten Mal eine große Rolle vor Publikum spielen muss. Oh Gott, hab ich schlecht geschlafen. Bestimmt habe ich Tränensäcke unter den Augen. Wie spät ist es wohl? Otto wollte mich doch abholen. Oh, mein Kopf brummt und meine Knie zittern. Hey, Karl, guten Morgen. Guten Morgen, Benjamin. Darf ich dir frisches Futter bringen? Danke, nein. Kein Heu heute. Ich bringe nichts hinunter. Was ist denn los? Bist du krank? Nicht direkt, aber schlecht ist mir. Vor Aufregung. Warum bist du denn aufgeregt? Stimmt. Du bist ja ganz blass auf den Zehenspitzen. Weil ich heute als Lehrer Premiere habe. Als Lehrer? Du? Na, so lächerlich ist es wieder auch nicht. Tut mir leid. Die Vorstellung war nur so komisch, wie du vor der Tafel stehst. Bald. Wie spät ist es? 6:30. In 1,5 Stunden stehe ich vor der Tafel. Ich habe nämlich... Und Benjamin flüstert seinem Wärter Karl das große Geheimnis ins Ohr. Erst wollte Karl es nicht glauben, dass Benjamin wirklich Lehrer würde. Aber dann glaubte er es doch.
und wurde noch aufgeregter, als Benjamin es schon war. Meine Güte, meine Güte, mein Benjamin als Lehrer, zum ersten Mal in seinem Leben. Ich weiß was, ich weiß was, ganz ruhig bleiben. Ich bring dir einen Eimer Baldrian-Tropfen, dann geht's dir besser. Und ganz ruhig, ruhig, ganz ruhig durchatmen, ja? Karl stellt vor Benjamin einen kleinen Eimer voll Baldrian-Tropfen auf den Boden. Und da kommt auch schon Otto mit seiner Schwester Ottilie an der Hand, um Benjamin abzuholen. Karl begleitet die drei noch bis zur Schule. Und dann ist es auch schon 7:45. Benjamin hat sich beruhigt. Ob vom Baldrian oder vom tief Durchatmen, weiß ich nicht. Jedenfalls hat er keine Angst mehr. Er freut sich nur noch. So, und hier ist dein Klassenzimmer, Benjamin. Mhm. Vater, ich gehe mit dir rein. Ottilie, zeigst du Benjamin mal eure Klasse, ja? Klar, Otto. Kannst du mich in der großen Pause besuchen? Aber sicher. Bis später. Tschüss. Hals- und Beinbruch, Benjamin. Um Gottes Willen, nur das nicht. Ich werde auch bestimmt nicht sackhüpfen. Komm, Benjamin, die anderen sind schon drin. Ein Elefant! Das ist Benjamin Blümchen. Wo ist denn der böse Hausmeister? Was macht der Elefant denn da? Das ist unser neuer Lehrer. Was? Ein Elefant? Toll! Wahnsinn! Benjamin Blümchen ist unser Lehrer. Hurra! Hurra! Guten Morgen, liebe Kinder. Ich bin kein liebes Kind. Nein? So ein Pech. Ja, ich bin auch manchmal traurig drüber. So? Na, setzt euch. Wohin denn? Auf eure Plätze. Und wo sitzt du? Na, hier? Nee, nicht auf dem kleinen Stuhl. Hier vorne auf dem Tisch. Ist gut? Oh ja, fein. Du, Benjamin? Ja? Dürfen wir mal auf dir reiten? Natürlich. Aber nur der Reihe nach und in alphabetischer Reihenfolge. Wo ist denn das Klassenbuch? Hier, du sitzt drauf. Aha. So, zum Reiten kommen dran. Alfred Arninger, Alexa Arninger, Bertha Biermann, Boris Boskop. So, mit euch mache ich die erste Runde. Durchs Klassenzimmer und dann auf den Schulhof. Oh ja, Klasse! Ja, so fängt Benjamins erste Unterrichtsstunde an. Die Lehrer aus den Nachbarklassen stürzen sofort herbei, weil alles wackelt, wie Benjamin so durchs Zimmer trabt. Und dann öffnet Ottilie die Türe und Benjamin mit seinen 4 Reitern und die halbe Klasse im Gänsemarsch hinterher traben den Flur hinunter, auf die Straße und in den Schulhof. Es ist ein Riesenfest. Alle Kinder klatschen Beifall. Schließlich will die ganze Schule reiten. Und so kommt es, dass an diesem Schultag nicht allzu viel gelernt wird. Außer, wie man auf Elefanten reitet. Der alte Hausmeister ärgert sich halb grün. Und sowas nennt man Unterricht. Na, zu meiner Zeit hätte es sowas nicht gegeben. Unmöglich sowas. Alle müsste man sie übers Knie legen. Jawohl, alle. Na, mit mir haben sie es ja auch nicht anders gemacht. Und, na, hat es mir geschadet? Gar nichts. Gar nichts. Rein gar nichts. Die Kinder natürlich, kann man sich denken, sind mit ihrem neuen Lehrer mehr als zufrieden. Nur die Eltern sind nicht ganz sicher, ob ihre Sprösslinge bei Benjamin auch genug lernen. Die Kinder sagen dazu gar nichts und denken sich ihr Teil. Und die meisten freuen sich sehr auf den nächsten Schultag. Einige sind sogar schon um 7:30 in der Schule. Der Hausmeister macht große Augen. Es ist erst 7:30. Die Schule geht bekanntlich um 8 los. Macht, dass ihr wieder nach Hause kommt. Wir warten auf Benjamin Blümchen. Na, ihr glaubt doch nicht, dass dieser unmögliche Elefant noch einmal Unterricht geben darf. Warum denn nicht? Also hört mal der Krach, den er da gestern veranstaltet hat. Ich habe natürlich sofort den Schulrat angerufen. Sie sind gemein. Sei nicht so frech, du. Sonst sollst du mal Benjamin, sehen, was... Benjamin, da kommt unser Lehrer Benjamin. Benjamin Blümchen. Hörö! Hallo, Kinder. Och, ich hab mich ja so auf euch gefreut. Wir auch. Ich bin extra früh aufgestanden. Darf ich auf dir in die Klasse reiten? Natürlich. Komm, ich nehm dich hoch. So, halt dich an den Ohren fest. Oh, hopp. Und du auch. Oh, hopp. Der Unterricht beginnt, Kinder. Tröre! Oh. Wer von euch hat wieder mal nicht gefrühstückt? Ich.
Was, Ottilie, du auch? Und Momme? Und Christoph? Petra, du auch? Warum denn nicht? Keine Zeit gehabt. Mama hat nichts gemacht. Papa hat verschlafen. Oh, no. Ab morgens ein Junge. Ich hab nämlich auch nicht gefrühstückt. Ich hab eine Idee. Wer kommt mit in den Zoo? Ich. Oh, ich denke, Benjamin will Unterricht machen. Sehr komisch. Jetzt gehen er und seine 25 Schüler in den Zoo. Dabei ist doch ein ganz normaler Schultag und Benjamin sollte Rechnen unterrichten. Sehr seltsam. Tja, wo gehen sie denn hin? Vorbei an den Löwen? Vorbei am Nilpferd? An den Raubvögeln? Am Panther? Am Puma? Am Kamel? Direkt in die kleine Wohnung von Karl. Und dann direkt in die Küche von Karl. Sehr, sehr eigenartig. Hier will ich wohnen. Hallo, Benjamin. Klasse. Ist das deine Klasse? Ja, Karl. Darf ich vorstellen? Meine Kinder. Und das ist Karl, mein Wärter im Zoo. Tag. Hallo, tag schön. Benjamin ist ein toller Lehrer. Karl, wir würden gerne... Dürfen wir mal? Weil wir doch so einen Hunger haben. Ach so, aber natürlich, lieber Benjamin. Aber dass mir nachher wieder alles gut aufgeräumt wird, ja? Klar. So, Kinder, hier ist Mehl und hier sind Eier und hier Milch. Viel Milch. Und hier ist eine Schüssel. Ottilie, holst du mal die Butter aus dem Kühlschrank? Momme, nimm die Finger aus dem Zucker. So, und jetzt eine riesige Rührschüssel. Caroline, du bist doch Caroline, nicht wahr? Ja. Caroline, nimm mal 10 Eier aus dem Eierschrank. 10? 10. 1, 2, 4, 3, 5. Richtig, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Toll. Ottilie, nimm jetzt 3 Eier und schlag sie in die Schüssel. Jetzt sind noch 7 auf dem Tisch. Stimmt, genau. Und jetzt? Ist ganz runtergefallen, sind es nur noch 6. Ja, und jetzt schlagen wir die Eier in die Milch und dann das Mehl dazu und ein bisschen Zucker. Das wäre ein Eierkuchen, nicht? Erraten. Wer mag Eierkuchen? Ich. Ich auch. Darf ich die Butter in die Pfanne tun? Ja, aber nur ein Stückchen. So viel? Wie man einmal durchschneidet? Nein, das wäre die Hälfte, das ist zu viel. Dann die Hälfte von der Hälfte. Ein Viertel ist auch zu viel. Dann nochmal die Hälfte davon. Ich weiß, wie viel das ist. Ein Achtel. Richtig. So, und jetzt, du, verbrennt euch nicht die Finger, lassen wir eine Kelle voll Teig in die Pfanne. Das duftet. Hier riecht's unglaublich nach Eierkuchen. Der erste ist gleich fertig. Gib mal acht. 1, 2, 3. Benjamin, willst du die Eierkuchen in die Luft werfen? Alle guten Köche tun das. Ich drehe den Eierkuchen in der Luft um, fange ihn mit der Pfanne wieder auf, damit er auf der anderen Seite auch braun wird. So. Hup. Aua. Och, entschuldige. Caroline steht da und hat einen Eierkuchen über den Kopf gestülpt. Steht ihr nicht besonders. Und noch dazu ist der Eierkuchenhut ziemlich warm. Benjamin ist ein bisschen zerknirscht. Aber beim dritten Eierkuchen klappt's schließlich. Und Benjamin brät 25 Eierkuchen. Für jedes Kind einen. Und dann noch einen 26. für Herrn Tierlieb, den Zoodirektor. Und so vergeht die erste Unterrichtswoche. Dienstag ist Pfannkuchentag, Mittwoch Pilzsuche und Baumpflanztag, Donnerstag Zirkusbesuchtag und freitags pflückt die ganze Klasse Herbstblumen für zu Hause. Die Kinder sind überglücklich mit ihrem neuen Lehrer und Benjamin ist überglücklich mit seinen Kindern und findet Wochenenden plötzlich doof. Er freut sich schon wieder auf den Montag. Aber am Montag, da... Mein lieber Herr Blümchen. Morgen, Frau Direktor. Morgen, Frau Direktor. Mein lieber Herr Blümchen, ich muss mich sehr wundern.
Unser alter Hausmeister hat mich verständigt, dass Sie die ganze Woche über mit den Kindern keinen Unterricht gemacht hätten. Stimmt das? Nun, Frau Direktor, nicht so direkt. Sie waren in der ganzen Woche nur eine Stunde in der Klasse. Stimmt das oder nicht? Ja, sicher, Frau Direktor, aber... Nichts aber! Ich habe jetzt keine Zeit, mich herumzustreiten. Aber wenn Sie in der nächsten Woche keinen vernünftigen Unterricht mit den Kindern machen, dann fliegen Sie. Und der Hausmeister muss unterrichten. Ist das klar? Aber Frau Direktor! Weg ist sie. Das war deutlich. Aber wisst ihr vielleicht, was sie gemeint hat, Kinder? Nein. Vielleicht ist Pilz, Pfannkuchen, Baumpflanzen und Zirkusgucken kein richtiges Lernen. Vielleicht darf man in der Schule keinen Spaß haben. Glaube ich nicht. Und außerdem, ihr habt doch was gelernt, oder? Klar, ja. Eine Menge. Ich kann zählen und Zirkuskarten lesen. Du, Benjamin. Ja? Wenn wir im Unterricht was machen, was andere freut. Ich meine, was Gutes tun. Ob das dann der Frau Direktor recht wäre? Ich denke schon. Aber mir fällt nichts ein. Wir könnten doch zum Beispiel... Kommt alle mal her. Ich sag's nur ins Ohr. Auch dir, Benjamin. Hm? Oh ja, prima. Die Idee ist sogar richtig gut. Ja, die Idee ist wirklich nicht schlecht. Genauer gesagt, ist die Idee großartig. Denn schließlich hätte das doch schon längst passieren müssen, nicht wahr? Das war doch höchste Zeit. Sonst schlägt man sich ja die Knie auf. Und langweilig ist es auch. Oh, wovon ich rede? Na, natürlich davon. Von dem, was Benjamin mit seiner Klasse machen wird. Sehr gut, sehr gut. Aber das verrate ich noch nicht, nein. Hier drüben! Caroline! Mama! Walterchen, Ottilie, hierher! Komm doch, du Kamel. Na, mach schon. Ih, jetzt hat es mich angespuckt. Also hör mal, Anastasia, du bist doch ein Kamel und kein Lama. Eigentlich spucken nur die Lamas. Brrr, mein Kamelchen. So, nun setz dich schön und helft mal alle mit. Das möchtet ihr wohl gerne sehen, was hier Seltsames vorgeht. Aber ich hätte es euch jetzt sowieso verraten. Neben der Schule ist doch der große Betonplatz, der zum Kindergarten gehört. Der, auf dem die Lehrerin sich ihren Knöchel beim Sackhüpfen gebrochen hat. Und so ein Betonplatz ist für Kindergartenkinder natürlich gar nicht schön. Darauf kann man ja nicht richtig spielen. Aber auf diesem Betonplatz stehen jetzt 6 Kamele. Alles Freunde und Freundinnen von Benjamin. Zoo-Kamele, die ihr Gehege gleich neben dem Benjamins haben. Die Kamele sind mit Erde beladen und jetzt kippen die Kinder mit Benjamins Hilfe die Erde auf den Platz. So, dass der Platz bald gar kein Betonplatz mehr ist, sondern wie ein wunderschöner, weicher Erdplatz aussieht. Mama, wie viele Fuhren brauchen wir noch? Für 4 Quadratmeter noch, da brauchen wir... jetzt habe ich mich verschrieben. Da brauchen wir noch 5,5 Kamele. Gut. Caroline, hast du Hammer und Nägel besorgt? Ja, habe ich mir von Papa geliehen. Dann kann's ja losgehen. Wer hat schon mal ein Puppenhaus gebaut? Ich! Das machen wir jetzt nochmal. Nur in größer, ja? Und die Kinder und Benjamin hämmerten und klopften bis in den Abend hinein. Und dann stand es da. Etwas windschief zwar, aber es war doch ein richtiges Spielhäuschen, das da mitten auf dem neuen Kindergarten-Abenteuerspielplatz stand. Am nächsten Tag bauten die Kinder aus Ziegelsteinen schöne Sitzbänke und Tischchen aus Baumstämmen. Der Abenteuerspielplatz sieht jetzt wirklich toll aus. Einen riesigen Sandplatz brauchen wir auch noch. Ja, mit richtigen Dünen. Und da hinein stellen wir ein Kamel. Dann sieht's wirklich aus wie Wüste. Toll. Genauso geschieht's. Zoodirektor Tierlieb schenkt dem Kindergarten ein Kamel. Und die Schüler der ersten A verpflichten sich, es regelmäßig zu füttern. Auch wenn Benjamin Blümchen einmal nicht mehr Lehrer sein sollte. Aber was geht da in der Schule vor? Als Benjamin und seine Kinder in ihr Klassenzimmer zurück wollen, da steht die Frau Direktor vor der Türe und neben ihr der schadenfrohe Hausmeister. Und außerdem
Ein seltsamer Herr im dunklen Anzug. Das ist der Herr Schulrat. Der Herr Schulrat persönlich. Tag, Herr Schulrat. Das freut mich aber. Na, das werden wir ja gleich sehen, ob die Freude von langer Dauer ist. Mir ist da einiges zu Ohren gekommen. Was denn? Naja, zum Beispiel, dass dieser Elefant keinen Unterricht macht, sondern sich mit den Kindern den ganzen Tag herumtreibt. Nun, nun, nun. Das wollen wir nicht so hart formulieren, Herr Hausmeister. Ich verstehe das alles nicht. Das hat den Kindern doch Spaß gemacht. Spaß ist ja ganz schön, aber Spaß ist nicht alles. Das Leben ist nicht nur spaßig. Also das finde ich nicht. Mir macht das Leben sehr viel Spaß. Wirklich. Wir werden ja sehen. Wir werden sehen. Ich nehme jetzt in der Klasse 1a eine Prüfung ab. Prüfung? Der spinnt wohl. Was will er uns denn prüfen? Ruhe! Geht auf eure Plätze, Kinder. Und Sie, Herr Blümchen, bleiben hier vorne bei mir. Ja. Zuerst kommen wir zum Unterrichtsfach Rechnen. Wie ich gehört habe, haben Sie kein einziges Mal Unterricht im Rechnen erteilt, Herr Blümchen. Ich frage die Kinder also jetzt, wie viel ist 5 und 7? Du da mit dem Rotschopf? Weiß ich nicht. Da sieht man's. Da haben sie's. Überleg doch mal, Momme. Wenn man einen Eierkuchenteig bereiten will, dann... Ah, ja, jetzt weiß ich's wieder. 5 Eier und 7 Eier sind 12 Eier. Wenn nicht gerade eins runterfällt, dann sind's nur noch 11. Gut, gut. Eierkuchen? Habt ihr etwa Eierkuchen gebacken? Ja! So richtig schöne mit viel Milch und Eiern und Mehl und Zucker? Ich liebe Eierkuchen. Herr Schulrat, die Prüfung. Ach so, ja. Also, bestimmt kann keiner von euch auch nur einen einzigen Buchstaben lesen, nicht wahr? Doch, nach dem Eierkuchenbacken haben wir auch Buchstaben gebacken. Und jetzt kann ich sogar schon meinen Namen schreiben und lesen. Ich auch. Ich auch. Dürf mir mal? Hier, lass mich. Nein, geh weg. Das ist ein Gedrängel. Alle wollen gleichzeitig vor zur Tafel und sie mit ihrem Namen vollkritzeln. Der Schulrat kann sich vor dem Kinderansturm nur durch einen Satz hinter Benjamin retten. Der Hausmeister ist blass um die Nasenspitze und die Frau Direktor lacht in sich hinein. Sie findet das alles, um ehrlich zu sein, irrsinnig toll. Und dann haben wir gelernt, wie man einen Baum pflanzt. Einen richtigen Baum. Und im Zirkus haben wir gesehen, wie die Artisten arbeiten. Und dass das ganz schön schwer ist. Aber heute, Herr Schulrat, was heute passiert ist, ist wohl der Gipfel der Unverschämtheit. Den ganzen schönen, ordentlichen Betonplatz vom Kindergarten haben sie ruiniert. Dieser Elefant und seine Belger. Also das müssen Sie sich ansehen. Ach was, das sehe ich mir mal an. Die Klasse geht mit Benjamin, dem Schulrat, der Frau Direktor und dem Hausmeister hinunter zum Kindergartenvorplatz. Sehen Sie? Und so ein Vieh haben Sie auch vergessen, so ein höckriges. Das ist ja ein Kamel und eine richtige Wüste. Nein, sowas. Und das hübsche Haus da. Habt ihr das gebaut? Ja, wir und Benjamin. Damit die armen Babys aus dem Kindergarten sich nicht immer die Nasen auf den Betonboden aufschlagen. Diese dummen Klettergerüste, die hier rumstanden, mit denen konnten die Kinder ja gar nichts anfangen, außer sich halb zu Tode langweilen. Also ich find's toll. Einfach toll. Wunder, wunder, wunderschön. Meine Tochter ist nämlich auch hier im Kindergarten und findet den Spielplatz entsetzlich. Aber der Platz war vorher so schön, so ordentlich. Unsinn. Was reden Sie da für einen Unsinn? Jetzt ist das schön. Genau so einen Spielplatz hätte die Stadt immer schon hierher bauen sollen. Also, Herr Blümchen. Ja, hier? Herr Blümchen, ich muss mich bei Ihnen bedanken. Bedanken? Na, das ist ja wohl die Höhe. Bedanken bei diesem Dickhäuter. Die Prüfung der Kinder hat ergeben, Wissensstand hervorragend. Und sie haben viel schneller gelernt als die Kinder der anderen Klassen. Wie haben sie das nur gemacht? Och. Das weiß ich auch nicht. Mir hat's eben Spaß gemacht. Und den Kindern auch. Und ich habe auch viel gelernt von den Kindern. Es war schön. Wunderschön. Und wir wollen Benjamin behalten. Oh ja. Nie mehr hergeben. Und mich wollt ihr gar nicht mehr? Oh, Frau Müller-Riensburg, das ist ja eine Überraschung. Was macht der Knöchel? Hallo, Frau Müller. Ist der Fuß wieder gesund? Ja, aber Sackhüpfen werde ich bestimmt nicht wieder so bald. Tja, Herr Blümchen. Sie haben Ihre Sache zwar großartig gemacht, aber nun, da ja Frau Müller-Riensburg wieder hier ist... Können wir nicht beide behalten? Nein, nein, das geht nicht. Aber Herr Blümchen kann vielleicht einmal im Monat
einen Benjamin-Tag mit euch veranstalten. Was? Prima, prima, toll. Ja. Und dann bleibt Benjamin vor Überraschung der Mund offen. Der Schulrat sagt nämlich: Herr Blümchen, diese Schule, die bis jetzt noch keinen Namen hat, soll ihren Namen tragen. Benjamin-Blümchen-Schule. Und die Art, wie sie unterrichtet haben, soll in die Pädagogikgeschichte eingehen als Benjamin-Modell. Vielleicht nehmen sich einige Lehrer ein Beispiel daran und bringen Kindern Wissen mit Spaß bei. Das tun die bestimmt. Hallo Benjamin, hallo Ottilie. Das ist mein großer Bruder. Der hatte überhaupt erst die Idee mit Benjamin. Die Idee war einmalig. Seht mal, wen ich mitgebracht habe. Hallo Leute! Tag Frau Schulrat, Tag Herr Direktor oder umgekehrt. Carla Kolumna, unsere rasende Reporterin. Herr Blümchen, was muss ich hören? Sie haben mit Ihren Kindern einen Abenteuerspielplatz mit Wüste und Kamel angelegt, ohne mir ein Sterbenswörtchen zu verraten, Sie Schlimme. Oh, ich Schlimme? Aber das ist großartig, das ist fantastisch. Das muss doch gleich in die Morgenausgabe. Darf ich Sie mal kurz fotografieren? Bitte im Halbkreis und recht freundlich. Kuckuck. Ja, Kinder, ihr stellt euch vor Benjamin. Und auch Sie, Herr Schulrat, Frau Direktor. Aber gerne. Selbstverständlich. Und Herr Hausmeister auch. Nein, nein. Doch, doch, doch. Kommen Sie nur. Ja, das ist das glückliche Ende. Der Hausmeister steht mit süßsaurem Gesicht inmitten einer lachenden Schulklasse. Und ehrlich gesagt, er fühlt sich gar nicht so unwohl dabei. Ja, er ringt sich sogar ein kleines Lächeln ab. Zum ersten Mal seit 24,5 Jahren. Benjamin ist natürlich besonders glücklich. Und noch glücklicher, als ihm die Frau Direktor einen Riesenkorb Zuckerstückchen zum Dank für seine Bemühungen überreicht. Leckere Zuckerstückchen. Danke. Ich putz mir auch gut die Zähne. So, das wär's für heute. Tschüss, liebe Schulkinder. Tschüss, liebe Kinder überhaupt. Tschüss, Erwachsene. Ich gehe jetzt zurück in den Zoo und halte mein Schläferchen. Vielleicht hören wir uns bald wieder. Tschüss. Diese Zuckerstückchen. Ein Geschenk des Himmels. So wahr ich Benjamin Blümchen heiße. Töre!